17% Rendite mit einem Einfamilienhaus hier in den USA und zwar schon direkt ab Kauf. Wie das möglich ist und alle Details zum Haus siehst du in diesem Video. Let's get into it! Willkommen bei der Lucas Show. Mein Name ist Lukas und auf meinem Kanal zeige ich dir alles rund um das Thema Immobilieninvestments in Amerika. Mit meinem Unternehmen investieren wir selbst in Objekte, aber wir übernehmen das auch für europäische Partner, die hier in den USA sozusagen remote investieren wollen. Heute stelle ich dir wieder eine Deal-Analyse vor. Es geht um ein Einfamilienhaus in Nordphiladelphia, welches wir für einen Co-Investor akquiriert und entwickelt haben. Also wir haben es gefunden, der Investor hat es gekauft und es wurde jetzt entwickelt, war am Markt und ist bereits vermietet. Wenn du die nackten Zahlen zu dem Haus siehst, dann buchst du dir sicherlich gleich den nächsten Flug hier in die USA. Spoiler Alert! Über 17% Brutto-Mietrendite aus dem Stand, also direkt ab Kauf. Wie das geht, alle Zahlen am Ende des Videos. Schauen wir uns erstmal das Haus an. Alle meine bisherigen Videos zu Deal-Analysen habe ich dir zu einer einzigen Playlist zusammengestellt. Die findest du jetzt als Link hier rechts oben eingeblendet, aber auch unter dem Video in der Beschreibung. Da kannst du dir alle Deal-Analysen nochmal in der Reihenfolge, wie sie vorkamen, anschauen. Hier erstmal die harten Fakten zum Objekt. Das ist das gute Stück, Baujahr 1925, ein Einfamilienhaus, ein rein Mittelhaus in Nordphiladelphia, 1216 Square Feet, das sind 113 Quadratmeter und das kostet bloß $480 Steuern pro Jahr. Also in Philadelphia, in der Stadt, sind die Steuern relativ niedrig. Beheizt wird das Haus mit Gas und Warmwasser wird auch mit Gas gemacht. Hier gab es sogar einen neuen Water Heater, also einen neuen Wasserheizer. Klimaanlagen sind hier Window Units, also hier ist schon das Haus mit der neuen Fassade, das heißt die Fassade wurde neu gestrichen, leuchtend rot und das sieht echt süß aus in der Straße, das passt sehr gut rein. Hier siehst du alle Details zum Haus. Die Zahlen schauen wir uns im Detail später an, aber was ich dir zeigen möchte, ist, du findest auch die Links zu diesem Haus, also alle Portale, wo wir das gerade benutzen, beziehungsweise wo das hinterlegt ist, in diesem Google Sheets Tool, also in diesem Excel. Da hast du hier auf der linken Seite den Abschnitt Links und dann kannst du dir einfach anschauen, auf Zillow würde das Haus so aussehen, beziehungsweise da ist es auch gelistet. Oder eben, gehen wir nochmal zurück, auch auf Redfin, ist auch ein Immobilienportal. Da findest du das Haus auch gelistet und da kannst du mal vergleichen, was die unterschiedlichen Informationswerte je Portal sind. Aber schauen wir uns das Ganze auf Zillow an. Hier ist das Objekt und hier sind auch die Bilder zum Objekt. Das ist die Außenseite, hier wurde gerade noch neu gestrichen, beziehungsweise waren die Jungs gerade dabei. Hier waren noch die Renovierungsarbeiten hinten im Gange. Oben ein bisschen Farbe, ein bisschen putzen, also viel musste nicht gemacht werden. Die Bilder kannst du dir in Ruhe nochmal anschauen. Wir gucken uns die Fakten zum Haus an, also der Off-Market-Button hier sagt, dass das Ganze gerade nicht mehr verfügbar ist. Ja klar, weil es verkauft ist. Der Zestimate, also diese Estimate, also diese Schätzung von Zillow besagt 85.845 und man könnte $1200 im Monat Rent kriegen, also Mieteinnahmen. Das ist die Schätzung von Zillow. Hatte ich schon in anderen Videos erwähnt, ist immer mal ein bisschen, ist mit Vorsicht zu genießen. Zillow vermarktet inzwischen auch selbst, also Häuser und Objekte, von daher sind die sozusagen Wettbewerber am Markt und haben da ganz andere Interessen. Deswegen kann man immer andere Portale mit hinzuziehen und einfach mit denen vergleichen, was man so wissen möchte. Und dann die Schnittmenge aus allen Portalen, die nicht zusammengehören, die ist dann so ungefähr die Realität. Was sehen wir hier noch? Wir sehen die Home Details, da haben wir hinterlegt 3 Bedroom, ein Badezimmer, 1200 Square Foot, Single Family, 1925 gebaut und ja genau, hier sehen wir die Historie, das ist die Preishistorie, das ist glaube ich das, was am spannendsten in diesem Fall ist. Dieses Haus wurde 2014 für $19.400 verkauft, also hier ist vor 6-7 Jahren eine Transaktion gewesen mit $19.400 für dieses gesamte Haus. Dann hat hier im August letzten Jahres der Eigentümer versucht, das Haus zu verkaufen für 115.000. Also hier macht es einem Zillow leicht 492,8% Steigerung. Ne? Das ist doch mal eine Anzahl. Das wurde wohl nichts. Dann haben sie den Preis geändert und zwar hier im September auf 90.000. Und da wurde es dann im April rausgenommen für 90.000.
Da ist dann der Sales, also ist dann die Sales-Transaktion durchgeführt worden. Die sehen wir hier noch nicht, weil es dauert immer ein paar Wochen nach Kauf, bis diese Informationen auch in diesen Gerichten durchgesickert sind, die Steuerinformationen aktualisiert sind und dann auch diese Informationen hier reflektiert sind. Das heißt, vom Kauf sieht man nicht umgehend, dass das Ganze hier als verkauft gelistet ist, sondern das braucht ein paar Wochen, Tage, beziehungsweise hat es auch mal Monate gedauert. Da wurde das ganze Court-System, also dieses ganze sozusagen das Grundbuchamt, gehackt. Da hatten wir auch mal Probleme bei einem Closing und da gibt es auch ein Video dazu. Das verlinke ich dir hier rechts oben im Bild. Da kannst du dir mal anschauen, was das für Auswirkungen hatte für uns, als in diesem Moment das ganze Gerichtsgebäude oder Computersystem gehackt wurde. Genau, dann haben wir hier am 1.4. diese Änderung, dass es removed wurde, heißt noch nicht, dass es verkauft wurde. Und hier am 25. wurde es zum Mieten eingestellt und zwar für $1,290. Und das ist genau schon dann, wo es hier im Besitz ist, beziehungsweise wir die Verwaltung übernommen haben. 1290 ist der Zielpreis und da haben wir das dann auch rausgenommen. Anfang Mitte Mai, Anfang Mai war das jetzt hier genau. 1290, weil wenn Mieter da sind, warum sollen wir es listen? Hier sehen wir noch die Steuerhistorie, also 2016, 17, 18, 19 und 20 ist gerade nicht aufgeführt. Da gab es ein kleines Retaxation-Problem, beziehungsweise da wurde das gesamte, alle Häuser wurden reassessed, also neu taxiert. Weil die Informationen hier nicht stehen, heißt das nicht, dass die Steuern nicht bezahlt werden müssen. Kannst du dir sicher sein, auch hier müssen die Steuern bezahlt werden. Das ist pfändbar. So, was haben wir noch? Die Schulen ist halt Nordphiladelphia. 3 und 2, nicht so schön. Es gibt ähnliche Häuser, aber das kannst du dir auf Zillow einfach nochmal selber anschauen. Wechseln wir zu Redfin, hier hast du ähnliche Informationen. Auch hier schaust dir einfach in Ruhe an. Die Links zu beiden Seiten habe ich dir hier im Excel auf der linken Seite hinterlegt. Da einfach draufklicken und einfach mal durchschauen. Die Links zu den Immobilienportalen Zillow und Trulia setze ich dir natürlich auch unter das Video, aber die findest du auch in dem Excel bzw. Google Sheets Tool, wo ich alle meine Zahlen aufbereite und für dich kostenlos zur Verfügung stelle. Das kannst du dir auch einfach runterladen, auch diesen Link findest du in der Beschreibung des Videos. Keine Registrierung notwendig, kostenlos, einfach benutzen. Das war der Überblick bis hierher. Gehen wir erstmal ins Haus und schauen uns alle Details vor Ort an. Das ist das Objekt. Gehen wir einfach mal durch. Die Stufen wurden inzwischen auch repariert, sind auch mit auf den Reparaturkosten mit drauf. Das ist das Haus vor der Renovierung, also direkt am Tag des Closings. Ja, hier steht auch schon wieder die Becks-Bierdose, also deutsche Investoren bei der Arbeit. Der Fußboden ist hervorragend, die Raumhöhe ist hervorragend. Hier hat schon der vorhergehende Eigentümer ein bisschen renoviert. Ja, das sieht jetzt hier an der Treppe nicht so aus, aber ein paar Sachen sind schon gemacht. Hier an der Decke gab es einen Wasserschaden. Der musste erstmal inspiziert und repariert werden. Das Fenster ist auch alt, das wurde auch ausgetauscht. Aber ich bin immer wieder vom Fußboden beeindruckt. Hier an der Küche sieht man, der Investor hat schon ein bisschen was gemacht, aber ein bisschen halbherzig. Das heißt, hier waren ein paar Schäden im Fußboden, die Arbeitsflächen sind billiges Holz, aber das bleibt auch so, von daher die Mietklientel in der Gegend erwartet das nicht. Hier ist ein großer Kostenpunkt, nämlich das Aufräumen im Garten, das ist der Garten hinten raus, der raustritt. Der musste aufgeräumt und beseitigt werden, der ganze Unrat da hinten. Also Feuermelder sind schon da, hier Recessed Lighting ist alles schon installiert. Nicht gut, nicht qualitativ hochwertig, aber schon da. Der Kamin ist immer noch toll, ist aber leider kein Kamin mehr, ist nur noch ein Return. Das heißt, da kommt die Luft rein, die warme Luft. Das ist eine ziemlich enge Treppe. Hier haben wir an der Seite noch dieses Plastering, also dieses Stucco-Plastering. Das ist nicht das Schönste, aber was soll's. Der Fußboden, wie gesagt, war schon alles so, wie es ist. 3 Bedrooms, gehen wir hier in den ersten Bedroom mit der blauen Wand. Auch hier der Teppich, der musste eigentlich nur gereinigt werden, ein paar Touch-Ups sind hier zu machen. Hier fehlte noch der Schrank, beziehungsweise oben das Inlay. Da war noch ein Wasserschaden, das war eins dieser Probleme am Dach, wurde aber auch behoben. Die Fenster hier oben sind schon neuer, da ist auch noch so ein Einbauschrank dahinter. Und ja, also viel zu machen ist nicht. Das heißt, das ist der Zustand von dem Objekt zum Zeitpunkt des Kaufs. Also das war wirklich am Tag des Closings hier. Dann haben wir hier rechts den Schrank, also auf der
also auf dem Flur einen Schrank. Dann haben wir gleich rechts hier die Tür. Das ist das Badezimmer und in dieser Form war das auch schon. Also der Fußboden, bestes Linoleum. Das Vanity, also dieses Sink, da wo das Waschbecken und ähnliches, das war auch schon drin. Das ist alles genau so, wie es war. Das ist hier sozusagen Tag 1. Badewanne und Dusche ist schon drin, funktioniert, alles super verlegt. Toilette ganz normal, Radiator Heat, da war so eine kleine Radiatorheizung unten an den Trittleisten, an den Fußleisten. Ist alles ein bisschen dated, aber nicht schlimm, also in die Jahre gekommen. Hier mein kleines Schlafzimmer, auch mit Wandschrank gerade hin. Ja, da sind Mausködeln auf dem Fußboden, auch ein paar Mausefallen haben wir noch gefunden da. Aber nichts Schlimmes, also nichts, was man nicht beseitigen kann und wieder auf Vordermann bringen kann und ja, direkt auf den Markt bringen kann zum Vermieten. Also hier war schon ein bisschen was gemacht in dem Haus, aber wie gesagt, nicht viel. Das ist jetzt der Durchgang hier zu dem Master Bedroom, also zu dem großen Schlafzimmer. Da haben wir hier rechts diese schönen Holz-Built-ins, Window Unit, also die Klimaanlage im Fenster, Fenster zur Straße, die sind alle neu, neuer. Aber ja, wie gesagt, das ist alles nur ein bisschen schmutzig, ein bisschen in Jahre gekommen und nicht wirklich sauber. Hier ist die Mausefalle und hier haben wir dieses Built-In. Also die Built-Ins finde ich immer wieder schön. Das ist noch Handwerkskunst. Da muss man zusehen, dass man die erhält, weil das kann einem keiner reparieren. Da gibt es wenige Handwerker in der Gegend, die das wirklich können. Also jemand, der es repariert, gibt es, die sich so nennen. Aber aus meiner Sicht machen die mehr kaputt, als dass die reparieren bei sowas. Und hier im Abgang sieht man nochmal schön den Fußboden. Da unten, das ist wirklich ein schöner Echtholzfußboden. Da ist so ein kleiner Windfang, wenn man reinkommt, der Kamin. Und hier ist die abgehängte Decke. Man erkennt sehr schön das Popcorn-Ceiling, was vorher unten drunter war. Und das haben die einfach mit ein paar Abstandshaltern und ein bisschen Drywall eine neue Decke eingezogen. Man merkt es nicht, die Raumhöhe ist toll. Und es ermöglicht einfach mit wirklich wenig Budget da Recessed Lighting, also dieses LED-Lighting, diese Lichter, da in die Decke einzubringen und das ist hervorragend. Also man muss da nicht unbedingt die ganze Decke neu machen, weil am Ende lohnt es sich ja gar nicht. Hier noch ein Blick vor die Tür, also es ist eine hervorragende Straße, sieht alles sehr, sehr schön aus, alles sehr, sehr ordentlich. Die Haustypen in der Gegend sind ähnlich, also sind alles dieselben und von daher ist eine schöne Gegend, ist ein schönes Haus und ein schöner Frühlingstag, an dem das Closing stattfand. Gehen wir hier nochmal in den Keller runter, also das ist so ein bisschen eine abenteuerliche Tür, das ist inzwischen auch repariert. Der Keller ist nicht feucht oder ähnliches, hier ist noch ein bisschen Gerümpel mit unten drin, das siehst du gleich in dem Nachher-Video, das Gerümpel wurde entfernt. Waschmaschine und Trockner bleiben, sehen schlimmer aus als sie sind wirklich noch intakt und funktionieren, sie haben nur ein bisschen Roststellen, aber das ist alles kein Beinbruch. Hier haben wir einen Gaswasserheizer, also der hier gerade hin ist der alte, links ist schon der neue eingebaut und ja, auch eine Gasheizung. Alles trocken im Keller, also eine der besseren Keller, in denen ich da in Philly schon war, also von daher alles gut. In Philadelphia, das ist wieder ein Investorenobjekt, das heißt im Auftrag eines europäischen Investors gefunden, gekauft und entwickelt. Das war schon teilweise renoviert und ja, jetzt ist noch ein bisschen was zu tun und das ist heute der letzte Tag, wo wir solche Aufnahmen machen können, weil morgen ist es schon wieder vermietet und zwar für 1290, aber die genauen Zahlen schauen wir uns mal am Ende des Videos an. Gehen wir erstmal durchs Haus. Also man kommt hier rein, man hat so einen kleinen Windfang. Hier haben wir noch einen alten Kamin, der ist gar nicht mehr in Benutzung, das heißt, das ist nur noch Return. Dann haben wir ein Wohnzimmer, Esszimmer, hier geht es unter der Treppe. Sieht man das hier? Ja, unter der Treppe geht es dann in den Keller bzw. auch nach oben, aber gehen wir erstmal in die Küche. Das ist alles recht gut gemacht gewesen, es war auch schon angefangen, aber leider nicht fertig gemacht. Da scheint dem vorhergehenden Eigentümer wohl das Geld ausgegangen zu sein. Aber gehen wir durch. Hier haben wir die Küche, also das ist eigentlich ganz okay gemacht. Das ist nicht die beste Qualität, aber ist doch hervorragend. Also ich meine, das war alles schon fertig. Da muss nicht viel gemacht werden, sondern kann einfach nur sauber gemacht werden, neue Griffe ran und fertig. Und von daher ist es heute der letzte Tag, wie ihr hier seht. Ist schon recht viel gemacht. Es muss nichts mehr gemacht werden, so gut wie nichts mehr. Dann haben wir hier das Esszimmer. Ah doch, hier raus können wir nochmal schauen. Das ist der Zwischenhof, da sind die Nachbarn. Und genau, der Fußboden, also hervorragend schöner Holzfußboden. Also es ist wirklich altes, originales Echtholz hier unten.
sogar noch mit Mustern und allem drum und dran, von daher schön gemacht. Das ist jetzt nichts Special, aber dennoch niedlich. Was mir unten noch gefällt, ist eigentlich hier hinten, wenn man jetzt sieht, diese Tür, das ist eine original alte Tür, schönes, buntes, altes Glas, Funktion keine, ist aber noch da und ist noch schön. Also der Fußboden, wie immer, der begeistert mich, also der hat schon was, das ist ganz gut hier. Jetzt ein bisschen mit Fußtapsen, aber das wird noch sauber gemacht. Deswegen eigentlich ganz cool. Dann haben wir hier eine ziemlich schmale Treppe nach oben. Okay, kommen wir zum wichtigsten Feature dieses Hauses und zwar Like da lassen nicht vergessen. Hier haben wir ein Bedroom, hier haben wir das Badezimmer und wenn wir uns jetzt hier rumdrehen, haben wir hier den anderen Bedroom zur Straße raus und den dritten Bedroom. Fangen wir an mit dem großen Bedroom zur Straße raus. Also ich würde sagen der Master Bedroom, aber mal gucken. Hier hat sich auch der Fußboden geändert. Das heißt, hier ist wieder Teppich, hier sind diese schönen Built-ins, also das sind so eingebaute Wandschränke, würde ich sagen. Und die sind halt gleich im Zimmer mit drin. Man hat noch einen Durchgang zum Nebenzimmer, also so als Den oder was auch immer. Aber das ist so schön Holz vertäfelt. Dann haben wir hier noch den zweiten Bedroom, auch mit eingebautem Schrank hier. Und dann gehen wir mal in das Badezimmer. Hier im Badezimmer wurde auch schon eigentlich ein Großteil gemacht. Das heißt, hier haben wir das Vanity schon drin gehabt. Die Dusche in dieser Form war auch schon fertig. Das heißt, da war nicht viel zu tun. Ein bisschen streichen, ein bisschen sauber machen und fertig. Gehen wir ins dritte Schlafzimmer. Hier im dritten Schlafzimmer, kleine farbliche Veränderung mit Blau. Aber auch ganz ordentlich, also von daher Fußboden ist ganz schön. Und das ist gut gestrichen eigentlich, gut gemacht. Draußen schaut es ein bisschen wilder aus, wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen. Da ist noch ein bisschen Gemüse, aber das ist alles vom Nachbarn. Das heißt, ein bisschen Grünzeug, was weggemacht werden müsste, aber ist in dem Fall nicht drin. Und das ist der Durchgang am letzten Tag vor dem Vermieten. Also hier durch den Windfang rein, die Wände sind nochmal neu gemalt. Der Fußboden ist ein bisschen versiegelt, der klebt noch. Leider haben die Kollegen da nicht gewartet, bis getrocknet ist und sind mit den Fußtapsen drüber gelaufen, aber das kann man wegwischen, kein Problem. Die sind hier mitten gerade noch beim Arbeiten, also am letzten Tag vor der Vermietung war das. Der Teppich wurde komplett gereinigt, das Haus wurde von oben bis unten gewaschen, also diese Trittleisten und ähnliches. Es gibt immer noch ein paar Dings und Dangs, aber das Haus muss nicht perfekt sein, das wird von der Klientel in dem Umfeld gar nicht erwartet. Hier ist die blaue Wand noch, das ist alles geblieben wie vorher, einfach nur ein bisschen sauber gemacht. Der Garten hier hinten, siehst du unten, das ganze Gemüse ist weg, aber die Nachbarn haben noch Gemüse, von daher, das ist ziemlich zugewachsen, das ist der Nachbar. Dass es dieser raustritt, ja. Also es ist keine A-Lage, aber ist doch hervorragend. Die Leute sind mit dem zufrieden, was sie da haben, bezahlen auch die entsprechenden Mieten. Und man kann es auch in Stand halten und in Ordnung halten. Und im Vergleich zu den Nachbarhäusern ist das hier wirklich ein Diamant. Das Badezimmer, wie gesagt, eingangs hast du gesehen, da musste nicht viel gemacht werden, ein bisschen sauber gemacht werden, ein bisschen Touch-Ups. Und ja, das war es auch schon an diesem ganzen Badezimmer. Also die Wanne und die Dusche in der Form, Standardgröße, war schon da. Vanity, also das Sink hier, war alles schon da. Der hochwertige Linoleumfußboden, der war auch schon da. Also hier und da so ein paar kosmetische Geschichten, aber nichts, was einen umbringt. Der Teppichfußboden, der wurde professionell gereinigt. Es gibt keine Mäuse mehr, keine Mousetrappings, also nichts, was die verlieren im Lauf und sowas. Die Wände sind getoucht, also Touch-Ups gemacht, sieht ganz gut aus, die Fenster sind gereinigt, beziehungsweise es gibt zwei Fenster, die wurden ausgetauscht. Das ist der Schrank, der Kleiderschrank für dieses zweite Bedroom, für dieses zweite Schlafzimmer hier und das ist der Durchgang in das Master-Schlafzimmer. Und hier ist auch wieder das Built-In, der Teppichfußboden ist wie gesagt gereinigt, die Wände ein bisschen gepatcht, ein bisschen Farbe, ein bisschen TLC sagt man hier. Genau, und das ist einfach der Durchgang dann wieder zum Flur. Feuermelder und CO2-Melder, also Rauchmelder und CO2-Melder wurden installiert. Das ist Vorschrift, beziehungsweise die wurden überprüft und nachinstalliert. Der Fußboden hervorragend, hier die abgeklebte Decke. Die abgehängte Decke ist gefixt, das heißt, da gibt es kein Problem mehr, das sieht auch gut aus.
Der Wasserschaden hier in dem Esszimmer, der ist auch weg. Auf der linken Seite siehst du, da ist noch kein Fenster drin. Das wurde an diesem Tag noch installiert. Hier oben war der Wasserschaden. Und in der Küche musste auch nicht viel gemacht werden. Der Fußboden musste ein bisschen repariert werden. Die Küche musste nur sauber gemacht werden. Und ein paar Sachen mussten getoucht werden, also Farben übermalt werden und ähnliches. Also da musste wirklich nicht viel Aufwand sein. An den Zahlen hast du gesehen, 9.500 Reparaturkosten. Mehr war es an diesem Haus wirklich nicht. Um es auf den Markt zu werfen, um es vermieten zu können. Auch hier im Keller, der ganze Müll ist weg. Der Fußboden hier ist ein bisschen gecrackt, aber das ist kein Wohnraum, von daher ist es nicht schlimm. Gasanschluss, Waschmaschine und Trockner bleiben. Gasheizer und Gaswasserheizer sind da und hier oben wurde ein bisschen Duct, also dieses Ventilationssystem, dieses Heizungssystem, das wurde ausgetauscht, der Return wurde ausgetauscht, aber alles keine großen Rechnungspositionen, das war wirklich alles im Rahmen, also ein hervorragender Deal. Ja, kommen wir zu den Zahlen. Schauen wir uns die Zahlen an. Hier in diesem Excel bzw. Google Sheets Tool hast du alle Hintergründe, alle Details zu diesem Objekt. Ich habe dir hier auch alle Links zusammengestellt, wo du dir die Objekte nochmal auf den Immobilienportalen Zillow oder Zillow nochmal anschauen kannst. Redfin, Homesnap und Phila.gov, das ist die Steuerinformationsseite der Stadt Philadelphia. Wir reden von 2251 Nord Woodstock, 3 Bedrooms, ein Badezimmer, 1216 Square Feet. Das war ein schneller Standarddeal. Schneller Standarddeal in diesem Fall bedeutet, dass es über einen Makler lief und dieser Makler sozusagen zwei Interessen dann hatte. Wir haben den Makler eingespannt als unseren Makler, obwohl der Verkäufermakler ist. Das ist legal, das ist auch möglich. Das nennt sich sogenannte Dual Agent. Das heißt, der streicht dann auch zweimal die Provision ein vom Käufer und vom Verkäufer. Ist zwiespältig zu sehen, aber in dem Fall hat das für uns gearbeitet und das hat uns ermöglicht, einen Kaufpreis von $75.000 bei diesem Verkäufer zu realisieren. 6% Closingkosten sind $3.200. $9.500 Reparaturkosten und darin enthalten sind ein Roof Patch, das waren kleine Reparaturen am Dach, also mal hier undicht, mal da undicht, das wurde versiegelt. Interior Patches, das war mal eine Trockenwand, die kaputt war, gerissen war, bisschen Farbe und solche Sachen. Cleaning und Trash, das ist einfach das Aufräumen und Rausräumen von dem Trash, also von dem Müll, der schon drin war. Und natürlich die Fassadenfarbe und hinten am Haus wurde auch gestrichen. 3.200 und der Yard Cleanup, also vorm Haus bzw. hinterm Haus ist so ein Raustritt, nicht groß. Und da ist noch jede Menge, zugewachsen gewesen mit Pflanzen und das musste alles sehr schwer entfernt werden und deswegen war das ein bisschen teurer. Aber alles zusammen $9.500 Reparaturkosten. Das heißt, wir sind bei nicht mal $88.000 Gesamtinvestment. Das sind 66.000 Euro so circa. Gut, das war der Preis und das ist Investment. Was sind die Ausgaben? Wir haben hier eine $480 Property Tax, also sind die jährlichen Steuern für dieses Objekt, die abzuführen sind. $701 sind die Versicherungskosten für dieses Haus. $14 sind 14% sind die Management Fees, also das ist der Turnover, das Turnover Management, Tenant Management, die Mietverwaltung, Hausverwaltung sozusagen. Mir fehlt da manchmal das deutsche Wort, keine Ahnung. Die Hausverwaltung 14%, das kann man so Pi mal Daumen rechnen. Die Gegend ist halt ein bisschen spannender, deswegen ist die Prozentzahl hier etwas höher. Ebenso bei den Maintenance-Kosten. Also Maintenance-Kosten, also Wartungs- und Instandhaltungskosten, kann man niedriger ansetzen, wenn das Haus relativ neu ist, beziehungsweise wenn man weiß, dass die Reparaturen von einem selbst durchgeführt wurden. In diesem Fall ist das eben nicht der Fall, weil das Haus schon sehr weit repariert, also repariert war, als es in den Bestand überging. Deswegen ist dem Verkäufer da nicht ganz zu trauen und da ist die Kalkulation lieber ein bisschen konservativ mit 15% Rückstellungen für Wartungs- und Instandhaltung. Other Costs, also irgendwas anderes haben wir in diesem Fall nicht. Kommen wir zum Income. $1,290. Klingt utopisch, selbst Zillow sagt, das sei nicht realistisch, aber wie schon bereits erwähnt, Zillow hat eigene Interessen. Und dass dieser $1,290 Wert realistisch ist, sieht man daran, dass das Haus innerhalb weniger Tage komplett neu vermietet wurde. Von daher, mehr als realistisch.
Man für ihn kam anderes, haben wir hier in dem Fall nicht. Das wären zum Beispiel Garagen und ähnliches, ist da nicht der Fall. Vacancy, also die Vacancy Rate aktuell in Philadelphia und Umgebung ist relativ gering, auch wenn man hier in den Spielraum von 5% eintragen würde. Verändert das den Business Case nicht wirklich. Also das ist ein hervorragender Business Case. Was heißt das in den Kennzahlen? Wir haben einen Faktor, also ein Multiple von 5,6. 5,6 wieder unschlagbar. Zeigt mir ein Objekt in Deutschland mit Rendite, realistischer Rendite, was ein Multiple oder ein Faktor von 5,6 schafft. Das glaube ich nicht. Brutto-Mietrendite. Und hier ist der Catcher, der Eye-Catcher, der auch auf dem Thumbnail bzw. im Titel des Videos ist. 17,6% aus dem Stand. Die Cap Rate 10,3% und Cash on Cash in diesem Fall auch 10,3% und hier ohne Finanzierungskosten. Also hier ist keine Bankfinanzierung drin und noch keine Refinanzierung. Das heißt, 10% macht dieses Objekt aus dem Stand. Unglaublich, oder? Hier nochmal zusammengerechnet, 1290 im Monat sind 15.000 im Jahr, abzüglich aller Kosten. Das heißt, hier haben wir $753 im Monat Income. Aktuell ist das voll vermietet, von daher sind wir über $800 Income jeden Monat Cashflow free after taxes on insurance. Kommen wir zur Refinanzierung. Die Refinanzierung hat noch nicht stattgefunden, muss ein sogenanntes Seasoning erfolgen. Das heißt, das Seasoning bedeutet, der Investor muss dieses Haus für mindestens 3 Monate halten, dass die Bank sieht, dass dieser Investor ein Long-Term-Investor ist und kein Flipper. Ja, Long-Term hier in den USA sind 3 Monate. Und wenn dieses Seasoning erfolgt ist, dann kann man hingehen und sagen, man hätte eine Refinanzierung gerne für dieses Haus. Refinanzierung für dieses Haus wären ungefähr 125.000, das wäre der sogenannte After-Repair-Value, den man mit so einem Objekt in der Gegend am Markt derzeit erreichen könnte. Also diese 125.000 haben wir noch nicht von der Bank bestätigt bekommen, weil die sich das Haus noch nicht angucken, weil es noch nicht geseasoned ist. Aber diese 125.000 sind ein Erfahrungswert, den wir in den letzten Monate, Jahre in dieser Gegend mit diesen Objekten gesammelt haben. Wenn die Bank das mit 125.000 bewertet, wie wir annehmen, dann gibt es eine 75% Finanzierung. Das heißt, 25% Eigenkapital muss man mitbringen. Das heißt, der Mortgage Amount in diesem Fall wären 93.000. Das bekommt man von der Bank. 93.000 bekommt man von der Bank für dieses Objekt. Der Investor hat aber schon 87.000 drin. Das heißt, er kriegt ein Cash-Out am Ende von $6.000. Er kriegt $6.000 Haus, hat das Haus plus den monatlichen Cashflow. Mit den Finanzierungskosten in diesem Fall von 344 zählt man das Equity mit $466 jeden Monat. Über 30 Jahre Finanzierung zu 4,5%. Unschlagbar, oder? Also du kriegst das gesamte eingesetzte Kapital plus 6.000 wieder raus, plus du hast das Haus, plus du hast einen hervorragenden Cashflow von 344 beziehungsweise 466 mit dem Principal, also mit der Tilgung. Zeig mir einen Deal in Deutschland oder in Europa, der das auch so hinkriegt. Wenn du diese Themen auch spannend findest, lass mir auf jeden Fall ein Like da, schick das Video an andere Investoren, die das Thema auch interessieren könnte und schreib mir in die Kommentare Feedback und Themenwünsche. Dann können wir ganz direkt und individuell darauf eingehen oder du schreibst mir bei Instagram oder eine E-Mail. Zusammenfassend kann man sagen, dieser Investor bekommt für seine $80.000, die er investiert hat, also 66.000 Euro nach derzeitigem Kurs, jeden Monat $800 raus, also 660 Euro jeden Monat Cashflow. Der Business Case wird noch viel spannender, wenn nach der Seasoning-Zeit, also diesem Warten oder im Besitz halten für 3 Monate, dieser Investor eine Refinanzierung bei einer Bank anstrebt. Weil dann kann es passieren, dass die Bank das Haus noch höher einwertet, als er jetzt gerade investiert hat und er somit viel mehr Cash aus diesem Haus rauskriegt, sein gesamtes Eigenkapital rausziehen kann, neu investieren kann, das Haus im Bestand hat, den monatlichen Cashflow noch on top hat, dann ist der Business Case unschlagbar, oder? Jetzt hast du es bis zum Ende des Videos geschafft und mir bleibt nur noch dir für deine Aufmerksamkeit zu danken. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.